130 Euro Unterschied sind das, ja. Ja, okay, ich hab aber also... nicht angeschaut, ich hab nur gelesen, dass sie einfach ridiculous sein soll. Wenn ich überleg, ne, dass meine MC2, die ich da reingebastelt hab, 80 Euro gekostet hat mit einem Terabyte. Ich weiß ja nicht, was die da reingebaut haben. Ja, sinnvoll wäre halt nur eine M2 da reinzubauen. Ja, ja, aber 512 GB gibt's sie so klein. Schnell, vor allem, der Witz ist ja noch, dass umso größer der Speicher wird, umso besser er wird. Ja, schick. Schnellerer Speicher, umso größer, schnellster Speicher. Das heißt, sie haben auch noch unterschiedliche Typen von SSDs rein. Das ist ja vollkommen. Also was ich machen würde, ist AMD-Aktien kaufen. Weil AMD einfach auch da wieder die Hardware liefert. Geht momentan richtig ab im kompletten Mobile-Segment. Ja, AMD liefert dann auch ab. Ja. Steam Deck nicht kaufen, nehmen die 500 Euro, investieren in AfD-Aktien. Ja gut, die gehen am 27. oder wann gehen die richtig runter? Boah. Sicher? Wäre mir da nicht so sicher. Ich hoff's. Im Osten steigen sie wieder. Spielt er jetzt eigentlich hier nichts mit Marie, ihr Arschlöcher, ihr Rücken? Ja, sie will ja als nicht. Nee. Sie hat gesagt, sie will was für Mädchen. Tut die so als Hälfte. Wir haben nichts für Mädchen. Die Hälfte Mädchen. Von dem Scheiß, die wir spielen, kann Blinder. Ja, aber sie traut sich nicht an Sachen, ohne die nur PC. Blinde können. Dann soll sie den Monitor beantworten. Ehrlich, was ist das hier für eine Integrationspolitik? Könnte ich kotzen. Ja, ich weiß nicht, ja, Integration ist immer eine Sache von zwei Seiten. Von der Xbox oder so. Ja. Also von der Xbox. Sind einfach bei irgendjemandem zuschauen? Sorry. Ja, guck bei mir zu, wie Bibi und Tina Rezession lesen. Das ist pures Entertainment. Besten PC soll Leistungsstärke aktuell. Alter, ich stream einfach Live-Reactions auf Steam-Rezension. Ja, ach, was ist denn los mit denen? Was gibt's noch für Bibi und Tina Games? Ey, geil, Billy Blocksberg, Big Room Race 3. Haben mich weggesprengt. Was? Mit 2 und 1? Weiß ich nicht, eine wilde Hexenrallye beginnt. Billy! Billy und ihre Freundinnen schwingen sich auf ihr Hexenwesen und erkunden spannende Welten. Mit geheimen Hexentränken und turbulenten Flugmanövern sausen sie durch die Dinosaurierzeit in Orient und Transsilvanien. Hex, nein. Hex, und los geht's! Alter, das klingt geil. Die weiblichen Charaktere sind ein wenig zu freizügig. Die Rocke der Damen sind viel zu kurz und beim Springen spreizen sie reizvoll ihre Beine. Das Spiel ist also nur für Erwachsene. Schade. Oh, da kann man sich aber auch anstellen, finde ich. Oh, das ist von dem anderen Game wieder mit How to get a Speedrunning World Record. Ja, zeig in Amerika mal Nippel, dann bist du ganz schnell unten durch. Ja. Sehr gefährlich, aber Waffen sind okay, deswegen die töten ja nur. Deswegen Film jetzt auch Jeans, verstehst du? Ja, Waffen töten, aber sie versauen nicht unsere Jugend. Ich meine, das ist viel schlimmer. Überleg mal, wenn du die Jugend versaust, dann könnten sie später töten. Das wäre ja schlimm. Vielleicht würden sie auch weniger töten, weil sie wissen, dass es was Sinnvolles gibt im Leben. Wie Nippel? Hallo, die Jugend muss irgendwann mal gegen uns protestieren, weil sie unsere Rente zahlen. Du glaubst auch, bis dahin gibt es die Erde noch. Die Erde schon. Bibi Blocksberg, Big Broom. Big aber kein Broom mehr ist auch so ein Name. Big Broom Race 3 requires a controller to play. What? Alter, wenn du einfach PC raus, wenn du keinen Bock hast, das hier. Oh, meine Pizza kommt. Local Multiplayer Modes requires Gamepad. Ja, ach, wenn ein Einzelspieler schon einen Controller braucht, ist von auszugehen, dass mehr Spieler auch einen brauchen. Wer ist denn der Entwicklerstudio? Independent Arts. Alter, was haben die noch gemacht? Hallo. Hallo. My Pet Hotel. My Riding Stable. Your Horse Breeding. Your Horse is amazing. Atma, was... Achso. Der Pizzas da. Pizzer. Der Pizzer. Und bei dem Hals im Treppenhaus. Sehr schick. Atma, das Spiel verlassen. Schon läuft's. AFK. AFK. Richtig klar. Atma steht kurz auf und schon ist er nicht mehr da. Atma, ich brauche mich lieber. So, jetzt gucke ich noch einmal im Discord, ob der megamäßige Support. Oh, ich hab dich gefunden. Jacke zu, Affe zu. Jetzt hör auf mit dem Pizzaboten zu flirten. Was ist denn los mit dir? Digga,
Der hat fehlt noch was. Alle Pizza nehmen, bezahlen, Gutes. Für so eine Quatsch vor Macho diskutiert er ziemlich lang. Jetzt schmeißt das Kleingeld auf den Tisch. Ja, warte, ich hab noch 27 Cent. Dann haben wir die 10%. Wenn du mehr bestellst, als du tragen kannst und es im Flur so richtig peinlich auf den Boden legen musst. Ja, Mann. Richtig unangenehm, was er gerade durchmacht. So, weil im Flur einfach nie eine Ablage frei ist, wo du Pizza, Salat und das wackelnde Getränk hinpasst. Deswegen legst du so richtig fruchtlos auf den Boden, dann hoch auf online bezahlen und kein Trinkgeld. Hey, wie schnell wird man denn hier gekickt, wenn man idle ist, Alter? Ja, das geht auch mal allem schnell. Das hast... hat nicht gereicht. Ah, was denn für ein ehrenloser Wichser? Lässt jetzt bei Warzone wirst du gekickt, wenn du in der Ecke sitzt und scopest. Ich kann mal gleich gucken, ob mein PC das macht. Ja, wäre vielleicht nett, ey. Er will zugucken? Ja. Ihr seid heute solche Assis. Ich überhaupt nicht wahr. Mann, wir haben immer Gäste. Wir haben hier Damenbesuch. Nehmt euch mal, ihr Penner, ey. Ja, 10 Sekunden ist hier entweder Pause oder das Spiel wird vorbei. Von daher. Ja. Und nicht schön. So, dann tut mal was. Oh. Jetzt habt ihr irgendwas Spannendes an den Schwerpunkten davon mitgekriegt. Wow, wusste ich sowas. In der Taskleiste leuchtet jetzt irgendwo jetzt kurz gelb. Und dann klickst du mal auf den Chat mit mir. Und dann zuschauen. Fuck. Genau. Nein, scheiße! Theoretisch sollte das. Ich hab verfehlt, das war meine Schuld. Ich hätte, da hätte ich ihn kriegen müssen, ich bin vorbeigefahren. Wenn du frech werden, sagst Bescheid, ne? Dann komm ich nochmal rum und. So. Yay. Weil die Suppe spricht von mir. Was ist denn das? Der wieder über sein Laminat berserkert. Look at my horse. My horse is amazing. Geht dran, Rekord. Makes me so crazy. Also Marie, du schaust jetzt zu bei ihm, das funktioniert alles, ja? Yes. Ja, oder? Boah, das ist cool. Da kann ich ja gehen. Beim nächsten Mal macht das gleiche, Asis. Dann sieht sie erstmal, wie hart ich verkacke gerade. Aber darum ging's mir nicht. Streng dich an. Also, mach's gut, schönen Abend noch, viel Spaß, bis Mittwoch, ihr Lappen. Ja, ja, ciao, bis morgen. Oh, nice, schade, nein. Mach den aus. Macht sowas Spaß? Ja. Shit. Könnte es nicht machen, oder? Ich finde für dich halt jetzt ein bisschen langweilig, weil ich meistens viel rumstehe. Ah, schade. Ja, was? Oh, ja, bist du fest? Was fehlt schwung? Ja, sorry. Das war ein Wanderquetscher. Das ist ein Eierquetscher. Ja, ich hab mir die Eier auch schon mal unter Bande gequetscht. Schön, dass wir beide gleich stumm sind, Marie. Ach, scheiße, warum? Ja. Das ist Vorbereitung aufs Wochenende. Ich glaub, ey. Ach, Kagel, Digga. Ich hab Samstag schon Kampftrinken gemacht als Vorbereitung. Kampftrinken? Ich nicht. Schön. Nicht schön. Schön. Hässlich. Riesiger. Oh. Oh. Schade. Ist täglich. Oh. Schön. Boing. Ja. So viel zum Ich stehe nur rum, ne? Da kommt er mal kurz von innen und macht mal zack, zack, bum, bum. Wegschniegelt. Schniedelt. Ja, wenn ihr vorne nichts reißt, rutscht es nochmal. Ach stimmt, ja, sie hat ja Delay. Stimmt.
Was machen diese gelben Lämmchen am Boden? Geben die mir mehr Speed oder so? Der Boost. Genau. Damit füllst du deinen Boost wieder auf. Ah. Die Anzeige rechts unten in der Ecke zeigt, wie viel Boost du hast. Okay. Zum Beispiel zum Steuern in der Luft beim Fliegen brauchst du Boost. Oder halt für mehr Geschwindigkeit. Maps-Geschwindigkeit. Quasi Minitro. Ja. Easy. Was denn gehabt? Schmerzhaft. Nö. Einzelhaft. Bin boostlos. Richtig Leute. Wo man den da den? Ne? Ja. Schön. Ja. Kann der Rest muss ich machen. Ja. Aha. 395,7. Hui, das war nix. Könnt ihr die Gegenspieler auch irgendwie zerstören oder so? Ja. Könnten wir. Oh. Ach, ich bin auch gut. Mach ich aber nicht gerne. Ja. Finde ich irgendwie. Ich sehe das Leute, wie bei einem. Das ist als taktisches Mittel, aber es ist scheiße. Ich sehe das wie beim Foul, bei einem Fußball. Das muss einfach nicht sein. Mhm. Wenn man das Spiel einigermaßen beherrscht, kann man auch ohne die Gegner wegzusprengen gewinnen. Mhm. Das ist einfach nur so ein billiges Mittel von billigen Spielern. Atme, das ist deiner. Atme! Oh. Entschuldigung. Da steht er im Tor und macht Picknick. Ist der leise gerade? Ich hab dich nicht gehört. Tut mir leid. Schon. Jetzt besser. Ich hab's verstanden. Der Galabauer ist da. Ja. Der schickt mir jetzt, hat mir jetzt gerade eine WhatsApp geschickt. Ja, wir kommen dann morgen um 8.30 Uhr vorbei. Digga! Okay. Warum baust du deine Gartenlandschaft nicht selbst? Weil du dafür Bagger brauchst. Ach so, ja gut. Weil das einfach nur Dschungel ist. Oh, schlecht. Also, Rumble in the Jungle! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Harz dann da aktuell schon lebt. Ne? Ah, fuck. Da konnte ich ja nichts machen. Da wurde seit 8 oder 9 Jahren nichts mehr dran gemacht. Und dementsprechend sieht das aus. Hm. Ja, hat er einen schönen Aufsetzer gemacht. Der ist auch schön hochgekommen. Ich weiß noch, wie wir den Garten von Timo hergerichtet haben. Schnauze. Für die Party. Da war auch ziemlich der Dschungel gewesen. Da hast du eine Explosion gehabt. Ach, kacke. Ja, aber das. Ich war zwar nicht da, aber alles bei Timo kann ich mir nicht so schlimm vorstellen wie mein Garten. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Check. Oh ja. Ich erinnere mich an eine Gartenparty von Timo. Bevor er den Garten aufgeräumt hatte. Es war ein Brennnesselfeld, wo, glaube ich, irgendwo ein Baum und ein Grill war oder so. Also ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Es war vor allem ein riesiges Brennnesselfeld. Ja, ich glaube, das ist auch immer noch. Wieder. Er hat es ja mal abgemäht, damit er Gartenparty machen kann. Ja. Aber gut, der Mann ist auch behindert. Was will er denn machen? Da kann er keine Gartenarbeit machen. Er ist ja gerade von der Bühne gefallen. Ja. Ja. Schick. Ja. Warum habe ich Essen gehabt, alles? Ach, zum Glück hat er eine so gute Pflegerin. Hm? Machst du das eigentlich Vollzeit oder ist das nebenberuflich? Ah, gestern Nacht doch. So, Kinder der Nacht. Zieh das Mikro nach Rauch. Was hast du? Pipin. Pipin zu. Pipin? Pipin! Ich glaube, die hat auch schon ein Jahr nicht mehr gespielt. Jahre. So lange ist es gar nicht her. Ich glaube auch. Nur noch ein Spiel, dann bin ich schlank. Ja, nice.
Oder macht ihr Teammates mit? Ja, mit. Was machen wir denn? Du möchtest. Oder auch über die 2 gegen 2 oder keine Ahnung. Das wird dann eher ein 2 gegen 2, weil dieses 4 gegen 4 ist mega anstrengend. Mhm. Aber wir können was anderes machen. Egal, ich muss aber erst mal gucken, ob ich einen Controller dafür habe. Man spielt alles aus Prinzip in Maus und Tastatur. Nee, das kann ich auch nicht mit Maus und Tastatur. Was brauchst du denn? Ein Spiel spiele ich eigentlich immer mit Controller. Von der Xbox brauche ich einen Controller, ich weiß nicht, wo das Kabel ist. Wo kann ich denn die übertragen? Guck mal vorne auf den Xbox. In der Kabelbox. Ob da vielleicht das Kabel um die Controller drin ist. Du mit Join doch schon mal. Xbox Controller. Kabel Xbox. Kabelbox X, Kabelbox. Spielen am PC. Das geht auch, ja. Rocket League ist ja im Vergleich zu vielen anderen sehr unkompliziert. Ja, es geht wahrscheinlich auch wegen dem PS Cosplay. Du kannst doch mit einem PlayStation-Controller spielen. Ich bin dabei, bin Schaden. Oh, ja, haben wir doch gerade. Ich bin irgendwie Stange. Nutzen echt unglaublich. Ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass du so schnell dein Problem löst. Ich löse mein Problem schnell, wenn Marie da ist. Ach so, ja, das war also das heißt, deine Pflegerin kümmert dich um dich. Oh. Das ist doch nett, das ist doch nett. Ach, der hat's halt gut. Was? Ich will's auch. Meine Pflegerin kümmert sich um mich. Ich bin nicht Pflegerin, das hört sich alt an. Nein. Das hört sich alt an. Ja, für Timo, ja. Oh, ich. Jetzt wollte ich jetzt nicht laut sein. Hab ihn. Marie, kannst du was gut laut sagen? Wir bomben Timo aufsägen. Sie wollte sagen. Ihn reinstecken? Ja, klar, kannst du. Ist das deine Entscheidung? Ich weiß jetzt nicht, ob Timo es gefällt, wenn du ihn mal reinsteckst. Naja, doch. Der Timo ist da auch irgendwo so ein bisschen für Gleichberechtigung und er macht es auch mal andersrum. Das ist okay. Das ist Timo. Lieber Gott, ich bin nicht dumm, denn ich kann es auch andersrum. Ja, in dem Sinne. In dem Sinne, holt den Strap-On raus. Ja, nice. Ich bin ja gespannt, wie es wird, wenn ihr auf dem Platz seid. Wollen wir mal sehen. Hart, habt ihr gelesen, ja, was ihr machen müsst für die Karten von Community-Karten? 3-mal ja. Salto, 5 Liegestütze. Ja. Und ein Backflip. Und Backflip, genau. Irgendwas habe ich gelesen, irgendwas hat der Henne reingeschickt, ganz viel kompliziert. Wir müssen der Security sagen, dass wir One-Year-Fans sind. Achso, ja, genau. Nee, dass ihr Community-Tickets gekauft habt und früh da sein, wirklich früh da sein. Ja, dann kriegst du nämlich auch ganz vorne. Wir haben nämlich hier vorne extra, die Community hat vorne Plätze bekommen. Ah, damit Marie nicht so weit laufen musst zu ihrem Tisch, ich verstehe. Ja. Genau. Marie hat nämlich gefragt, ich hab gesagt, ja, ich klär das. Sweet. Dann müssen halt alle da sein, ne? Ja. Das ist halt dann wichtig. Ja, wäre gut. Ja. Doch nur geschlossen rein. Ja. Ey, also wenn ich los, der ist ja genau, eine Katastrophe. Wir haben jetzt 5,5 Stunden gebraucht, glaube ich, am Freitag. 5,5? 5 Stunden für einen 2,5 Stunden Weg, ja. Ah ja, Ferien halt, ne? 13 Uhr, 17 Uhr. Ja, wir wollten um 12 Uhr in Wiesbaden losfahren. Könnte schon eng werden. 3 Stunden brauchst du bis zum Rombachsee. 15 Uhr, wenn alles super gut läuft. Ja, dann brauchst du noch ein bisschen. Du bist doch zum Campingplatz, ne? Mhm. Ja, also überlegt euch, wenn ihr früher los könnt, fahrt so früh los, wie ihr wollt, ne? Weil je früher, desto besser, ganz ehrlich gesagt. Weil der Stau jetzt ist wegen dem scheiß Ferien eine Katastrophe, weil die alle da Urlaub machen. Ja, und der Rombachsee ist doch noch ein Urlaubsgebiet, ne? Das ist halt echt richtig doppelt scheiße. Ja, die A3 Richtung Würzburg ist immer scheiße. Ja, selbst außerhalb der Ferien, aber mit Ferien ist es richtig. Ja, meine Fresse, dann fahren wir halt um 10 Uhr los. Muss direkt übertreiben. Und dann saufe ich halt auf dem Parkplatz zur Not. Das ist mir doch egal. Ole. Haben wir auch gemacht. Geht klar. Boah, da muss ich halt echt um 9 Uhr hier losfahren. Ich hasse euch alle. Wir fahren auch früh los. Dann fahren wir ein. Ja. 10, 11, will schon losfahren. Ich hab gedacht, ich kann mal wieder ausschlafen. Morgen kannst du ausschlafen. Kannst im Auto pennen. Ja, nee, eben. Ich schlafe im Auto. Ja, sie muss doch fahren, der Timo ist doch behindert. Ach ja, eben. Stimmt. Kannst du nächste Woche eigentlich rumhampeln oder brauchst du einen Rollstuhl auf der Bühne? Ja, ich hoffe, ich bin bis dahin wieder fit. Keep rolling, 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 keep rolling, rolling. Ja, der Tommy hat gesagt, kauft einen Rollstuhl. Der würde das machen. Das finde ich gut. Ich will als Einstieg rolling von Limp Bizkit und dann kommst du mit dem Rolli und mit ganz viel Pyrotechnik und Nebel auf die Bühne. Oder der Timmy rolling, der hätte.
Ja, die Feuerkanone ist so geil, die haben ja richtige Feuerkanonen bestellt, ne? Also die aus der Hand Feuerkanonen. Und du bestellst die bei einem sehr großen Betrieb und der Betrieb ist wie Apple. Du bekommst die Feuerkanone dazu, aber das Ladegerät musst du extra bestellen. Lol. Und ich denke mir so, boah, Alter, das ist ja sowas. So. Die packen das aus. Hä, ist gar kein Ladegerät dabei. Ja, wie sollen wir die anmachen? Ja, keine Ahnung. Müssen wir neu bestellen. Nee, muss man extra bestellen. Bei den Konfetti-Shootern, bei den großen, die wir haben, muss man auch das Ladegerät extra bestellen. Da kriegst du nur das Gerät geliefert und das Kabel für 30 Euro musst du extra bestellen. Weiß ich nicht, wieso es ist. Das so. Die machen das nicht mehr dran. Das ist wie mit den Handys, die keine Ladegeräte haben, nur das Kabel legen. Ja, ja, wegen der Umwelt. Genau, wegen der Umwelt. Deswegen werden sie auch so viel billiger auf einmal, die Handys. Ja, ja, klar. So ein asoziales Pack. Also ohne die Mine. Nein, schade. Ist so wie du. Du bist der Behindi. Behindi-Kindi. Ich muss auch runterladen kurz, so 5 Minuten brauche ich. Oh no. Wen? Da pöbelt der eben rundherum, dass wir ohne ihn anfangen. Oder ja. Dass der, ich muss ja noch runterladen. Ja, wir spielen einfach direkt das nächste gleich, für Spaß. Ich wusste nicht, dass ich noch runterladen muss. Aber zum Glück sind ja so 30 GB schnell geladen, den neuen Tet. Kurz flexen. Irgendwelche Musikwünsche eigentlich für die 90er, 2000er? Ja, Originale. Also was ist mir eigentlich egal, habe, aber Originale habe, wären mal cool. Ich habe am Samstag, ich habe in der ganzen Show nur 3 Remixe gespielt. Das nur zum Ende hin, weil wir da nochmal ausrasten wollten. Geile Sau, Alter. Sonst alles Original. Alles. Sehr gut. Weißt du, was auch dabei ist? Ein Song, den hat man hier im Auto gehört und hat gesagt, boah, sowas kannst du nicht spielen. Ich so, doch, den werden alle kennen. Der Timo kann alles spielen. Der Timo macht auch Party mit Biene Maya. Das ist mein Lastspiel. Hab ich auch gespielt am Samstag, ja. Ganz viele Venga Boys, Alter. Ach scheiße, wir liegen ja hinten. Das war voll kacke. Wir verlieren ja gerade. Ja, ja, und sogar noch eins. Einer. Ja, was wollte ich sagen? Hab ich vergessen. Warte, ist auch Dutte Danica dabei. Welches von den beiden, die du kennst? Und damit habe ich jetzt schon verdoppelt. Also. Und hast du ein Original gefunden oder nur die Cover?